Ein herzliches Hallo von mir an euch. Hallöchen. Spielen wir mal ein bisschen Dead by Daylight, würde ich sagen. Ich bin heute mit David unterwegs. Wird euch mal wieder ein anderes Gesicht zeigen. Oder einen anderen Rücken. Gesicht sehen wir ja gar nicht. Ach, die Map ist aber so eine Sache. Mal kurz, ob hier ein Totem ist. Nee. So. Ich glaube, die Mac, die wir da gerade gesehen haben, hat einen Sprintboost. Deswegen lief die einfach nur rum. Ghostface! Okay. Ghostface kann hier natürlich gut um die Ecken gucken. Ich glaube, für Ghostface ist es keine schlechte Map. Aber Ghostface hat sich die Map nicht gewünscht. Also es war kein Map-Offering dabei. Das ist jetzt nicht so gut, dass Steve aber hier in unsere Richtung kommt. Jetzt? Ach, der wird gar nicht verfolgt. Ich dachte, der wird gejagt. Gut, dann können wir Steve gleich noch hochheilen. Er bleibt dort hinten. Will er dort hinten irgendwie die Gens verteidigen? Oder was möchte er? Ich dachte, Steve kommt mit dem Killer. Es ist nicht immer gut, wenn man die Mates so sieht. Ne? Schauen wir mal, ob Barbecue dabei ist. Entweder wird gecampt oder es ist jemand auf dem Weg. Soll's. Sicher. Wachsam war gerade ganz nützlich. Wo hat Steve hochgestalkt? Zwei Generatoren sind an. So. Ich weiß gar nicht, was ich euch großartig erzählen soll. Geh einfach einen Generator suchen. Oh, hab schon einen gefunden. Oh. Er wird geteabagged. Alles klar. Wir wissen, was das für eine Sorte Ghostface ist. Ja, ich muss sagen, ein Teabagner Ghostface ist meistens jetzt nicht so toll. Also ich könnte mir vorstellen, er hat vielleicht sogar noch Nöte dabei am Ende. Ich meine, das sage ich zu allen Killern, ne? Wer meine Videos guckt, der weiß, ich sage irgendwie jedes Mal, er könnte Nöte dabei haben. Aber er könnte halt wirklich Nöte dabei haben. Und im Keller kann er halt auch richtig gut campen. Er hat gerade seinen Mantel der Nacht an, deswegen sehen wir nicht, wo er getreten hat. Hi, Nea. Nea geht auch retten. Dann kümmere ich mich. Nea wird gejagt. Ich kümmere mich um Generatoren. Wenn ich welche finde. Hier ist einer angefangen. Sie hing noch nicht. Alles gut. Noch. Er darf nur nicht zu viel Map-Gewalt
Übersicht bekommen. Ich überlege immer noch, was ist Map Pressure, wie ich das am besten oder am schönsten auf Deutsch ausdrücke. Direkt gerettet. Von Mac. Er könnte mal wieder was treten, dass ich weiß, wo er ist. Der Liebe. Ich habe mich gerade noch umgeguckt. Der Jen war so weit. Bis ich aber gerafft habe, dass ich gestalkt bin. Der Jen war fast fertig. Danke, Steve. Ich habe mich noch umgeguckt, aber ich habe ihn nicht gesehen. Falls ihr ihn gesehen habt, nur ich nicht, dann lacht mich aus. Er ist bei den anderen, oder? Ja, er ist bei den anderen. Los, Steve. Dann ziehen wir den Jen hier durch. Ist das dort hinten der Labor-Gen gewesen, wo die dran waren? Ist wieder ein Keller? Es scheint der Labor-Gen zu sein, wenn der Keller im Labor ist. Oder vielleicht war er auch im Büro. Das ist nicht. Ich gehe mal weg, weil es sah so aus, als kommt Ghostface hierher. Und ich hoffe, Nea geht vielleicht retten. Ich kann gerade noch nicht. Okay, sehr gut. Die heilen sich im Keller. Ist er? Okay, da ist er. Ich gehe mal zu Steve. Er jagt Steve. Okay, dann ist der hier vorne weg. Nice one! Jetzt nöt. Er ist hier. Rechts von mir. Ach du Scheiße. Hier war ja zu. Ne, Mac? Okay, das rettet mich jetzt aber auch nicht. Er hat Gott sei Dank nicht geschlagen. Hier ist halt... Es ist noch nicht auf. Die tanken jetzt für sich. Das ist nett. Ich hoffe, es rettet mich auch jemand. Nein, es wird mich niemand retten. Wirklich? Was macht ihr denn, Leute? Nicht grabbeln lassen. Wow.
fand die Runde war so cool. Ich weiß nicht, warum die sich haben stalken lassen. Sonst hätten sie halt jetzt vielleicht noch mal kommen können. So waren sie halt One-Hit. Klar, dass sie jetzt nicht noch mal hergekommen sind, aber... Warum haben die sich stalken lassen? Warum? Ja. Toll. Warum habe ich so wenig Punkte? Naja. Egal. DBD für heute ist durch. Wir sehen uns morgen gerne wieder. Und wenn ihr Bock habt, seid ihr dabei. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich würde mich freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Bleibt gesund und vielleicht bis morgen. Oder bis die Tage. Tschüss.